mal wieder zwei meiner gelesenen Bücher geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei mir. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Eis wie Feuer von Sarah Rash. Das ist der zweite Teil zu Schnee wie Asche. Vom Inhalt her, wer jetzt nicht wissen möchte, was da jetzt genau passiert, weil es ja eine Fortsetzung ist, der springt bitte zu dieser Minute hier, dann bin ich mit dem Inhalt durch und gehe nur nochmal auf die Charaktere und das Ganze drumherum ein und spoilere euch nicht die Handlung, aber um euch zu erklären, worum es in diesem Buch geht, muss ich spoilern. Es geht leider nicht anders, weil es eine Fortsetzung ist. Also springt dahin, wenn ihr nicht wissen wollt, was in der Geschichte passiert. Unsere Geschichte beginnt 3 Monate nach dem ersten Teil. Nachdem Myra und ihre Freunde es geschafft haben, Winter zurückzuerobern, ist sie ziemlich überfordert als Königin und versucht noch, sich in die neue Rolle einzufinden. Denn sie hat ja am Ende vom ersten Teil erst erfahren, dass sie denn überhaupt die Königin ist. Bis dahin dachte sie ja, sie sei eine ganz normale Kriegerin von Winter und nichts Besonderes. Und ja, das hat sich dann halt am Ende herausgestellt, dass sie ja die Winterkönigin ist. Also ist sie etwas Besonderes. Und wie gesagt, sie versucht sich halt immer noch in die Rolle der Königin einzufinden und versucht es jedem recht zu machen, was natürlich nicht funktionieren kann. Und irgendwie tun alle in ihrem Umfeld sich von ihr abwenden, wo sie sie doch jetzt gerade am meisten braucht. Ihr bester Freund Martha, auf den sie sich immer verlassen konnte, hat mit sich selbst zu kämpfen, denn er dachte ja im ersten Teil, er ist der wahre König von Winter und musste dann am Ende feststellen, Ella Badge, du bist es doch nicht. Damit muss er halt erstmal zurechtkommen und seine neue Rolle finden in dieser Welt und ja, er lässt Myra da ziemlich hängen und im Stich und ist da ein bisschen ein kleines Arschloch, sage ich jetzt einfach mal, weil Myra ist einfach mit allem überfordert und sie weiß nicht weiter und gerade jetzt könne sie die Hilfe von ihrem Freund gebrauchen und er lässt sie einfach hängen. Was ich absolut leider nicht cool fand in der Geschichte. Und ja, dann gibt es ja noch Theron und Theron war ja der Verlobte von Myra. Die Verlobung wurde inzwischen aufgelöst und Theron ist aber trotzdem noch in Myra verliebt. Myra weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie es um ihre Gefühle gestellt ist, ob sie Theron noch mag oder ob das nur der Situation zu schulden gewesen ist. Und ja, bei ihr ist einfach komplett Chaos im Moment. Wie gesagt, sie ist mit allem einfach überfordert. Und da hilft es ihr nicht gerade, dass Theron sich immer mehr von ihr zurückzieht und sich von ihr abwendet. Und ja, sie hält Zeit noch ihren letzten Freund quasi verliert, den sie hat und den sie braucht. Und dann ist es so, dass in dieser Geschichte es noch darum geht, dass der Magieschlund gefunden wird und dieser Magieschlund ist versiegelt. Also die ganze Magie von der ganzen Welt, die es gibt, ist in diesem Magieschlund gebündelt und da herrscht halt eine richtig große Kraft. Und Theron und sein Volk, die Cordelianer, versuchen diesen Magieschlund zu öffnen und die Magie freizusetzen und wieder in die Welt zu lassen, sodass keine Ungerechtigkeiten mehr bestehen. Denn im Moment ist es ja so, dass nur die Könige Magie besitzen und damit halt ihr Volk kontrollieren können. Und Theron möchte halt, dass die Welt wieder komplett über Magie verfügen kann, dass jeder Magie hat und nicht nur die Könige. Myra hatte aber kein gutes Gefühl bei der Sache und möchte eher verhindern, dass der Magieschlund wieder geöffnet wird. Und so begeben sich die beiden auf eine Reise, um den Magieschlund zu öffnen oder beziehungsweise zu versuchen, den nicht zu öffnen. Und denn dieser Magieschlund ist versiegelt und man muss bestimmte Schlösser finden und Schlüssel finden, um den Magieschlund zu öffnen. Und ja, auf dieser Reise denkt Theron, er bekommt die Unterstützung von Myra, was ja aber eigentlich nicht so ist. Und ja, darum geht es in dieser Geschichte. Man versucht halt, die Schlüssel zu finden, um diesen Magieschlund zu öffnen oder halt auch nicht. Und dann passiert halt noch ganz, ganz viel anderes in dieser Geschichte, was ich jetzt aber an dieser Stelle nicht verraten möchte. Und ja, so wie soll es zur Handlung jetzt auch erstmal gewesen sein. So, jetzt sind wir wieder bei dem spoilerfreien Teil. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, wie mir die Handlung gefallen hat. Ich fand die Handlung an und für sich okay. Leider war sie für mich ab einem gewissen Punkt sehr vorhersehbar. Und das fand ich ein bisschen schade, denn die Autorin hätte hier noch ein bisschen was anderes auch einfach machen können, um den Leser einfach ein bisschen zu überraschen. Und wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte weiß man, worauf das Ganze hinausläuft und hat dann so eine Ahnung und so eine Vermutung und ja, so kommt es schlussendlich auch. Weil dadurch war das Ganze halt sehr vorhersehbar und hat halt so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Ansonsten kann ich von der Handlung her nur sagen, dass es mir wirklich ganz, ganz gut gefallen hat, denn am Ende vom zweiten Teil ist es so, dass die ganze Welt kurz vorm Chaos steht und Myra und ihre übrig gebliebenen Freunde versuchen müssen, die Welt zu retten. Und da freue ich mich dann wirklich schon auf den dritten Teil, denn ich denke, der wird auch auf jeden Fall wieder ein bisschen spannender als der zweite. Ich finde, man hat beim zweiten Teil ein bisschen gemerkt, dass es so ein Übergangsteil ist. Also man hat ja oftmals das Problem bei zweiten Teilen, dass die dann wirklich so Zwischenteile sind und man das leider als Leser merkt, dass man wirklich merkt, dass der Autor das als Überbrückung gemacht hat zum großen Finale hin. Und ich finde, das hat man in diesem Teil auch gemerkt. Aber das fand ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil ich stelle mich da bei zweiten Teilen immer drauf ein, dass es so ist. Ja, ich freue mich jetzt wie gesagt auf den dritten Teil und bin gespannt, wie das Ganze am Ende mit Myra und der ganzen Welt ausgeht.
Zu den Charakteren muss ich sagen, dass mir Mayra hier am Anfang der Geschichte nicht gefallen hat als Charakter. Ich finde, sie hat sich dann im Laufe der Zeit wieder eine Richtung entwickelt, wo ich auch mehr mit ihr anfangen konnte, wo ich sie auch besser nachvollziehen konnte. Aber ansonsten am Anfang war sie mir sehr unsympathisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht war, was die Autorin da gemacht hat oder ob das jetzt nur ein Zufall war, dass es mir so ging. Ich weiß es nicht. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, sagt mir mal, wie es euch hier mit Mayra ging. Ansonsten, was die anderen Charaktere betrifft, Martha, Theron und die ganzen anderen Nebencharaktere, fand ich die Entwicklung, die die Charaktere gemacht haben, gut. Wie gesagt, was ein, zwei Nebencharaktere betrifft, die Entwicklung fand ich auch äußerst interessant und spannend. War aber, wie gesagt, sehr vorhersehbar. Ich möchte jetzt hier nicht mehr drauf eingehen, wer sich wie entwickelt hat, sonst spoilere ich euch und das möchte ich nicht. Vom Setting her befinden wir uns immer noch in dieser Riesenwelt in Primora, wo es verschiedene Königreiche gibt. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass hier vorne im Buch diese Karte drin ist. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Und zwar diese hier. Da. Steht so scharf. Das ist die Welt, in der das alles spielt. Und hier unten sind halt die Jahreszeiten-Königreiche, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In diesen Königreichen herrscht auch jeweils das ganze Jahr immer nur diese eine Jahreszeit. Und hier oben gibt es dann noch die Rhythmus-Königreiche. Und bei denen ist es so wie bei uns, dass es Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt halt als Jahreszeit ganz normal. Und ja, wie gesagt, vom Setting her, diese Welt ist einfach so umfassend und so groß und so... Was? So, da gibt es einfach so viel in dieser Welt und ich bin froh, dass diese Karte hier vorne drin ist, denn ich habe das ein oder andere Mal reingeguckt, um zu gucken, wo sind die denn jetzt gerade eigentlich auf ihrer Reise? Wo befinden die sich in dieser Welt? Und ja, deswegen sehr, sehr hilfreich, dass die Karte hier drin ist. Aber vom Setting her im Großen und Ganzen fand ich es auch echt gut. Die Autorin hat sich hier einiges einfallen lassen, um ihre Welt zu beschreiben und in jedem Königreich auch so ein bisschen das Besondere zu geben. Vom Schreibstil her kann ich sagen, dass Sarah Rash einen ganz einfachen und angenehmen Schreibstil hat. Sie kann Szenen gut umschreiben. Was mir ein bisschen Komplikationen bereitet hat, waren Kampfszenen. Da konnte ich immer nicht so ganz folgen, wer jetzt wie wo war und wen wo gehauen hat und wer wen mit dem Schwert geköpft hat. Und das konnte ich immer nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehen. Aber da habe ich generell bei Kampfszenen immer so ein bisschen meine Probleme. Aber ansonsten im Großen und Ganzen das Szenenbild und alles war völlig okay und hat mir soweit auch gut gefallen. Mein Fazit zu Eis wie Feuer ist, dass es halt ein Übergangsteil ist zum großen Finale und das merkt man halt ein bisschen, dass der Teil einige Schwächen hat, aber im Großen und Ganzen mich doch noch überzeugen konnte mit der High-Fantasy-Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, wie es im dritten Teil ausgeht und was im dritten Teil mit Mayra und ihren Freunden passiert. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Der Nachtfalter, entfesselte Liebe von Everly Sheehan. Das ist der zweite Teil und der letzte Teil der Nachtfalter-Dilogie. Im ersten Teil von der Nachtfalter ging es ja um Amberly und Amberly wurde ja aus einer Bar entführt, auf ein Schloss gebracht außerhalb von Edinburgh und hat dann dort von dem attraktiven Creston erfahren, dass sie eine ganz bestimmte Rolle im Leben spielt und dass sie kein so ganz normaler Mensch ist, sondern eine Bestimmung erfüllen muss. Und dann hat sie im ersten Teil natürlich Creston kennengelernt und auch Devin kennengelernt, die unterschiedlicher nicht sein können. Und am Ende hat sie sich für einen von den beiden entschieden, was aber absolut nicht gut ist, denn wie gesagt, sie hat eine Bestimmung, die sie erfüllen muss und das kann sie nur mit beiden. Der zweite Teil knüpft dann direkt an den ersten an und die Geschichte von Amberly, Creston und Devin geht weiter und hält noch einige Überraschungen bereit. Ich kann jetzt zum Inhalt nicht wirklich viel sagen. Nur, dass Amberly halt endlich eine Entscheidung treffen muss, die das Schicksal der ganzen Menschheit natürlich beeinflusst. Und nachdem Amberly es endlich geschafft hat, ihr Schicksal zu akzeptieren und versucht, eine Lösung zu finden, wendet sich das Blatt nochmal und alles scheint verloren. So viel zum Inhalt, komme ich mal zur Handlung im Allgemeinen. Im Großen und Ganzen fand ich die Handlung wirklich sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand halt nur, dass so ein bisschen mir das alles zu einfach gemacht war. Amberly hat ihre Situation einfach akzeptiert, obwohl sie ja eigentlich eine Studentin ist, die ein eigenes Leben hat, hat dann aber einfach so akzeptiert, okay, bei mir ist jetzt nicht alles ganz normal, ich füge mich jetzt meinem Schicksal und mein ganz normales Leben ja, ist halt weg. Und sie hat ja eigentlich auch eine Mitbewohnerin, wo sie studiert am College oder wie das auch immer da heißen mag in London. Also sie hat auch ihre Tante, die sie eigentlich immer regelmäßig besucht hat und das stellt sie dann einfach alles so ein und tut in ihrem normalen Leben quasi nichts mehr machen und die Leute akzeptieren das einfach alle so, ohne Fragen zu stellen und ja, nehmt das einfach alles so hin. Das fand ich einfach ein bisschen merkwürdig. Da hat es für mich an der Stelle ein bisschen gefehlt. Und dann muss ich leider noch sagen, dass mir das Ende ein bisschen zu kurz abgehandelt war. Ich finde, der Epilog hat das Ganze dann wieder ein bisschen rausgerissen. Aber so das Ende an und für sich war mir einfach ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir gerne noch so ein paar Seiten mehr gewünscht, um einfach für mich als Leser zu erfahren,
ja, wie lösen die denn jetzt ihre Probleme, die am Ende noch offen sind? Weil es sind am Ende definitiv für mich noch Fragen offen geblieben, als Leser, wo ich mir denke, ja, okay, die Gesamtsituation ist jetzt gelöst, mehr oder weniger. Aber was ist denn mit den anderen Sachen, die da noch offen sind, was jetzt die Charaktere betrifft? Ich kann euch das jetzt leider nicht sagen, sonst spoilere ich euch und das messe ich nicht. Und das hat mir am Ende halt ein bisschen gefehlt. Das sind so zwei Punkte, die mich halt bei der Handlung so ein bisschen gestört haben. Halt einmal, dass das Ende so kurz abgehandelt wurde und dass alle Everlys Situation einfach so akzeptieren, ohne da mal Fragen zu stellen zwischendurch. Also, entweder habe ich das nicht mitgekriegt oder ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir die Charaktere wieder ganz gut gefallen haben. Everly hat jetzt in diesem Buch jetzt nicht so eine ultra starke Entwicklung durchgemacht, was aber überhaupt nicht schlimm ist. In diesem Buch ging es ja auch einfach mehr darum, dass Everly endlich ihren Standpunkt akzeptieren muss. Dass sie endlich akzeptieren muss, dass es so ist, wie es ist und ja, dass sie dann halt daraus auch ihre Konsequenzen ziehen muss und ihre Entscheidungen treffen muss. Und ich finde, das hat die Autorin wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Also mir war Everly im zweiten Teil auch wieder sehr sympathisch. Genauso wie Creston und Devon, die beiden Charaktere, die hier noch so mit im Vordergrund stehen. Die beiden mochte ich auch sehr, obwohl ich immer noch so ein bisschen mehr zu Devon tendiere als zu Creston. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Devon hier der Bad Boy ist und so ein bisschen nur das kleine Arschloch. Und ich mag solche Typen in Büchern einfach immer lieber als die lieben, netten Braten. Es ist halt einfach so. Totales Klischee, ich weiß, aber so ist es nun mal. Ansonsten kann ich nur sagen, dass die Nebencharaktere, die im ersten Teil vorgekommen sind, auch im zweiten Teil teilweise natürlich wieder mit drin vorkommen. Und dass ich die auch wieder ganz sympathisch fand. Und ja, von den Charakteren kann ich sagen, im Großen und Ganzen hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vom Setting her befinden wir uns wie im ersten Teil noch in Schottland und teilweise in London und dann auch an anderen Orten, die ich jetzt hier nicht benennen möchte. Und ja, hat die Autorin wirklich sehr, sehr schön gemacht. Von der Szenenbeschreibung und dem Ganzen konnte ich mir das auch ganz gut vorstellen, diese ganze Welt. Wir sind ja hier eigentlich in unserer Welt. Teilweise befinden wir uns aber an Orten, die man so noch nicht gesehen hat, wo man sich dann schon im Kopf so seine Gedanken drüber machen muss. Und ich finde auch, das hat die Autorin wirklich gut gelöst bekommen und man konnte sich das Ganze wirklich gut vorstellen. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Der Schreibstil von Everly ist locker, leicht und einfach. Es ist ein schöner, schlichter Jugendbuchschreibstil. Es sind hier keine komplizierten Schachtelsätze drin oder irgendwelche komplizierten Metaphern, die kein Mensch versteht oder sowas. Nee, das nicht. Also es ist wirklich locker, leicht und einfach gehalten. Und ich würde sagen, dass die Bücher Richtung Jugendbuch tendieren, auch wenn so ein bisschen Erotik mit drin vorkommt, aber das ist so ganz, ganz minimal. Und wir hatten ja letztens schon mal bei das Frostmädchen in den Kommentaren drüber diskutiert. Was ist heutzutage Jugendbuch für Jugendliche geeignet und was nicht? Da gehen ja die Meinungen stark auseinander, weil wir ja festgestellt haben, die Jugend von heute ist anders wie die Jugend von vor 10 Jahren und ist da auch weitaus offener und aufgeklärter. Deswegen würde ich schon sagen, dass es für mich noch in die Kategorie Jugendbuch geht, aber vielleicht so ab 15, 16. Mein Fazit zu dieser Nachtfalter-Reihe zu Band 1 und 2 ist, dass es eine schöne Dialogie ist mit einem ganz interessanten Ansatz, denn die Geschichte kommt ohne irgendwelche mystischen Fabelwesen aus. Also es gibt hier keine Vampire oder Werwölfe. Es gibt einfach ein bisschen Magie in dieser Geschichte und ich finde, das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Das ist eine schöne Liebesgeschichte mit einem ganz interessanten Liebesdreieck. Und ja, wenn ihr Lust auf diese Geschichte habt, schaut euch den Nachtfalter von Everly Sheehan einfach mal an. Das waren zwei meiner gelesenen Bücher. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wenn ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.